Hallo Kalle. Ja, hi Vincent, na, wie geht's dir so? Na, alles klar. Ja, gut, und dir? Ja, bei mir auch, danke, danke. Ja, wie cool. Ja, danke der Nachfrage. Du, ich habe eben gerade vom Steven ein paar Seiten zugeschickt bekommen per Fax. Wir sollen uns mal darum kümmern, er möchte das Ganze gerne mit Props darstellen. Und ich schicke dir das Ganze einfach mal ganz kurz rüber, wir sollten das vielleicht mal gemeinsam durchgehen. Was hältst du mir davon? Ja, schick mir die Seiten gerade mal rüber. Ich schick's dir rüber, gell? Cool, danke. Bleib kurz dran. Na, hast du alles bekommen? Ja, ich bin soweit. Sehr schön, sehr schön. Du, fangen wir einfach gerade mal an mit der unteren Szene. Da haben wir nämlich gerade aufgeführt, dass wir hier für eine Attrappe von einem brauchen. Was zum Teufel? Und sie näherte sich dem musste mit Entsetzen erblicken, wie die um Gottes Willen. Bist du noch dran? Was für eine kranke Scheiße. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Und damit herzlich willkommen hier im Unknown Kaijuverse und zu diesem wirklich verstörenden Video. Ich muss sagen, ich bin geschockt. Es geht mal wieder um dieses Buch hier. Michael Crichton's Jurassic Park. Für die, die es nicht wissen, ja, Jurassic Park ist eine Buchverfilmung und ja, das Buch weicht tatsächlich sehr stark von dem ab, was wir im Film sehen. Nicht nur, dass die Story hier wesentlich komplexer aufgearbeitet wird, auch die Tode sind zum Teil anders und wesentlich heftiger. In dem Fall jetzt hier besprechen wir einen Tod, der so im Film nicht vorgekommen ist. Und ihr werdet gleich verstehen, warum nicht. Es ist wirklich, wirklich krank. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich das Video hier aufbauen soll. Ich möchte einfach mal so ein paar Brocken jetzt ganz kurz hier reinschmeißen. Und dann fangen wir an, uns da ein Gerüst drumherum aufzubauen. Ich weiß auch nicht, ob man vor so einem Video eine Warnung aussprechen soll. Ich mache das hier einfach mal. Es wird gleich ziemlich blutig und krank werden. Was auch immer Michael Crichton sich dabei gedacht hat. Das hat schon Game of Thrones Niveau. So viel kann ich vielleicht schon mal als Warnung abgeben. Das ist schon was, was man eher nicht erwartet. Auch nicht in einem Jurassic Park Film, der ja teilweise wirklich heftige Szenen drin hatte. Wir hatten den Arm von Mr. Arnold gesehen. Wir hatten die berühmte Szene mit dem Dilophosaurier, die T-Rex-Szene am Anfang. In Jurassic Park 2 hatten wir dann Eddie. Mein Herz schlägt immer noch für Eddie. Einmal Hashtag Herz für Eddie bitte in die Kommentare. Der in zwei gerissen wurde. Also auch die Filme sind schon heftig, aber das hat halt eine ganz andere Dimension. Am besten ihr schließt einfach die Augen und lasst euch auf diese Geschichte ein. Ich nehme euch mit auf eine Reise in eine Nacht, eine düstere, verregnete Nacht. Irgendwo auf Costa Rica. Wir befinden uns im Körper von Elena Morales, die man aus den Filmen auch nicht kennt. Ganz kurz zu ihrer Person. In den Büchern ist Elena Morales eine Bürgerin von Costa Rica und sie arbeitet als Krankenschwester in einem örtlichen Krankenhaus. Und in diesem Krankenhaus befinden wir uns jetzt gerade auch in dieser Szene. Elena ist übrigens eine der ersten Personen im Buch, die mitbekommen haben, dass da irgendwelche seltsamen Sachen auf dieser Insel ablaufen. Sie hat eben nur mitbekommen, dass ein, naja, mysteriöser, ominöser Milliardär einen Park aufbauen will und sie geht eben von einem Vergnügungspark aus. Und dann bekommt sie schon die ersten seltsamen Fälle von Menschen, die gebissen wurden und das Wort Raptor murmeln. Nachdem sie dann den ersten Todesfall zu beklagen hat, fängt sie an, sich ein paar Gedanken darüber zu machen, was hier wirklich los sein kann. Sie recherchiert nach dem Wort Raptor und findet heraus, dass der Name Raptor Raubvogel bedeutet. Das erfahren wir übrigens auch im Film von Dr. Alan Grant. Das Komplizierte an der Situation ist aber auch, dass draußen ein Sturm wütet. Wie gesagt, es regnet, es stürmt und die Helikopter kommen eben nur sehr schwer zu dieser Insel. Und sie fragt sich, warum gibt es da andauernd irgendwelche Verletzte? Beziehungsweise auch die Aussage, warum diese Person verletzt war, die passt eben nicht mit der Verletzung. Also stimmt nicht überein mit der Verletzung. Weil in den Akten drin steht, der Mann wäre von einem Gerüst runtergefallen, aber Elena sieht eben ganz klar, dass da Bisswunden vorhanden sind. Und dann gibt es einen Stromausfall abends und in dem Krankenhaus befinden sich noch mehr Patienten, wie eben so üblich in einem Krankenhaus.
Unter anderem gibt sie auch eine Geburtsstation. Und da verlagern wir jetzt das Szenario hin. Ihr merkt, jetzt geht schon in Richtung die unschuldigen Babys und genau darauf will ich auch jetzt hinaus. Elena schnappt sich also eine Taschenlampe in der Nacht und will eben nachsehen, ob alles in Ordnung ist. In der Zwischenzeit versucht sie sich aber um die Patienten zu kümmern. Und dann hört sie auf einmal ein ganz seltsames Geräusch aus einem der Kinderzimmer, wo ein Baby drin liegt. Und macht sich dann erstmal gar keine Gedanken darüber, was das sein könnten, weil sie meint, das hört sich an wie kleine Vögel. Und die werden wahrscheinlich vor dem Sturm geflohen sein und dann da irgendwie Schutz suchen. Und dann merkt sie aber, es werden immer lautere Geräusche und die fangen auch an, sich anzuhören wie so ein seltsames Gematsche. Ja, und dann marschiert sie geradewegs in das Kinderzimmer, macht eben die Tür auf und leuchtet mit der Taschenlampe ein bisschen rum. Es ist stockduster und sie sieht nur so knopfartige Augen, runde Augen, die vom Licht von der Taschenlampe reflektiert werden und sie einfach nur anstarren. Und sie denkt immer noch, das wären Vögel, bis sie dann realisiert, denen läuft Blut vom Maul runter. Und als sie die Vögel dann gerade verscheuchen will, weil sie eben auch Panik bekommt, schnappt einer dieser Kreaturen, dieser Vögel, gerade nochmal zu und reißt dem Baby ein Stück Fleisch aus dem Hals. Ja, so viel erstmal dazu. Also ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das ist schon eine ganz andere Nummer nochmal. Also für mich ist auch John Hammonds jetzt in einem ganz anderen Licht als im Film. Im Buch versucht er so Vorfälle zu vertuschen, wirklich ständig. Und das Ganze geht aber noch weiter. Elena merkt dann eben, okay, das sind keine Vögel, das ist irgendwas ganz Seltsames. Und diese Compsognathus, also das sind die Kompis, die wir auch aus Jurassic Park 2 ganz gut kennen. Die hüpfen dann eben aus dem Fenster raus und verschwinden. Elena geht dann näher an das Bett heran und merkt dann, dass das Kind, das da drin liegt, sehr wahrscheinlich tot ist. Und sie kommt zum Schluss, dass dieses Kind tot ist, weil die Kompis wohl schon länger in diesem Zimmer drin gewesen sind, denn dem Kind fehlt so ein bisschen Gesicht. Wir reden hier von einem Säugling. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen. Das ist wirklich krass. Ich habe, ich habe dieses Buch schon mal gelesen. Ich bin mir sicher, da ich dieses Buch schon mal gelesen habe, diese Szene hatte ich nicht mehr im Kopf gehabt. Dieses Kapitel ist komplett aus meinem Kopf verschwunden und ich muss sagen, das ist wirklich heftig, was für Unterschiede es teilweise gibt. Und jetzt gerade, wo ich hier wieder am Lesen bin, ich habe einen Drang, Videos über dieses Buch hier zu machen und die werden auch sehr sicher kommen. Ich werde mit euch dieses Buch Stück für Stück durchgehen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das Ganze angehen werde und wann, aber ich möchte mit euch jedes Kapitel mal so ein bisschen besprechen, zumindest die Kapitel, wo ich der Meinung bin, da sollte man einfach mal drüber quatschen. Es wird sehr wahrscheinlich auf die Tode hinauslaufen, weil die dann doch ein bisschen extremer sind als im Film. Wie das eben jetzt hier zum Beispiel. Ich weiß nicht. Mich beschäftigt sowas. Wenn ich mir das wirklich vorstelle, dass ich als Krankenpfleger in ein Zimmer reinkomme, wo ein Säugling drin liegt und der Säugling ist dann tot, dem fehlt die Hälfte vom Gesicht, weil das von so kleinen Sauriern weggeknabbert wurde. Ah, das ist schon wirklich, kriege ich gerade schon wieder so Gänsehaut. Das ist ein ekelhaftes Gefühl. Ich habe das gelesen und ich dachte nicht, ich hab mir da auch keine Gedanken drüber gemacht. Mir ging es genau wie Elena. Ich habe mir auch gedacht, auf gar keinen Fall ist das jetzt ein Kind, das von Dinosauriern gefressen wird. Da wird jetzt irgendwie Spannung aufgebaut und dann am Ende kommt aber raus, das waren doch nur Vögel, alles gut. Nein, Pustekuchen, hier wurde ein Kind gefressen. Und also, ja. Ich hatte erst vor kurzem schon mal ein Video darüber gemacht, wie Dennis Nedry im Buch stirbt, im Gegensatz zum Film. Ich kann dir das hier oben gerade mal verlinken, da wahrscheinlich. Das hat aber nochmal eine ganz andere Dimension. Dennis Nedry ist gestorben, das wissen wir auch selber, deswegen, die Art und Weise, wie er gestorben ist, war halt im Buch wesentlich heftiger. Diese Szene hat man einfach gar nicht eingebaut und ich bin der Meinung, es ist total klar, warum man das nicht gemacht hat. Die wurde einfach rausgelassen, weil sogar entschärft wäre diese Szene zu verstörend gewesen. Und Spielberg ist immer noch jemand, der sagt, er hätte gerne ein
Familienabenteuer. Ich meine, ich war in Jurassic Park auch im Kino gewesen, ab Teil 2 in jedem Film, obwohl ich auch noch viel zu jung damals war, mit meiner Mutter, mit meinem Bruder. Das war schon irgendwie so ein Familienfilm tatsächlich. Und das ist eine Szene, die man nicht entschärfen hätte können, egal wie. Sogar wenn man nur einen Kinderwagen gezeigt hätte, aus dem die Kompis rausgesprungen wären und die Frau hätte sich davor gestellt und hätte einfach angefangen zu schreien. Sogar das wäre eigentlich zu heftig gewesen, weil es geht hier einfach um ein Säugling, um ein Kind, das vor wenigen Tagen auf die Welt gekommen ist und jetzt gefressen wurde. Dieses Blut klebt an der Hand von John Hammond tatsächlich. Sage ich ganz klar, wie es ist, und ich bin der Meinung, wir sollten uns öfter mal über dieses Buch hier unterhalten. Jurassic Park von Michael Crichton. Ich werde dazu mehr Videos machen, weil mich das Ganze doch sehr fasziniert, dass dieses Buch andere Wege geht als die Filme. Auch was die Figuren angeht, Charaktere werden anders charakterisiert als im Film. Ich finde das sehr interessant. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, nee, lasst es mal, ich will das nicht. In dem Fall werde ich die Buchbesprechung dann einfach auf meinen Patreons-Account verlagern. Wenn ihr aber sagt, mich interessiert das sehr wohl, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und dann werde ich da auf jeden Fall noch einige Videos dazu machen. Schreibt mir auf jeden Fall noch, wie ihr das Ganze seht. Meint ihr auch, dass das schon ziemlich krass ist, weil es hier eben auch um ein Kind geht, um ein Baby geht? Oder seid ihr da schon abgehärtet, weil ihr Horrorfilm-Fans seid? Ich meine, ich gucke auch gerne Horrorfilme tatsächlich. Ich gucke eigentlich sehr, sehr gerne Horrorfilme und bin da auch bei eigentlich nichts großartig angewidert oder verängstigt. Aber das hat mir dann doch so ein bisschen einen Seitenhieb gegeben, weil das Buch sehr realistisch aufgebaut ist. Es wird sehr realistisch geschrieben. Und dadurch, dass wir eben die Welt von Jurassic Park schon kennen oder auch von Jurassic World, diese weichgespülte Welt, und dann zu lesen, wie das eigentlich wirklich passiert ist, ist schon wirklich heftiger Moment gewesen. Also wenn ihr gerne lest, auf jeden Fall, ich empfehle euch Jurassic Park, das Buch. Ich bin eigentlich auch niemand, der sagt, ja, wenn du den Film kennst, musst du das Buch unbedingt auch lesen. Hier bin ich aber der Meinung, es lohnt sich, weil das Buch doch anders ist. Und wenn es jemals ein Remake von Jurassic Park geben sollte, dann bitte als Serie, eine Jurassic Park-Serie, die das hier wirklich umsetzt. Die wäre definitiv ab 18, aber das wäre die Version von Michael Crichton. Der hat sich hier nicht lumpen lassen bei dem Buch. So viel auf jeden Fall dazu. Schreibt mir in die Kommentare rein, was ihr über diese Szene denkt, und schreibt mir, wie gesagt, rein, ob ihr mehr solche Videos sehen wollt. Dann bekommt ihr die natürlich auch. Ansonsten habe ich hier oben noch ein Video für dich, da habe ich über den Jurassic World 3 Trailer gesprochen, und da unten habe ich ein zweites Video für dich, da habe ich über denselben Trailer geredet und habe eine Reaction vorher davon aufgenommen. Von meiner Seite war es auch schon gewesen, wir haben jetzt einen Kindermord besprochen, sehr schön, und dann würde ich einfach sagen, ich warte ab, wie eure Reaktion auf dieses Video ist, und dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Bis dann, ciao.